Wow, 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 stopp einmal ganz kurz. Offensichtlich reisen wir nach Abu Dhabi, aber die Geschichte fängt anders an. Ich war gerade mit dem Sub unterwegs, als mein Telefon klingelte. Hier ist Katrin. Opodo rief an und fragte, ob wir Lust haben, Abu Dhabi als Familie zu entdecken. Und da mussten wir überhaupt nicht lange überlegen. Die Frage hat sich nur gestellt, wie teilen wir das den Kindern mit? Aber da hatte Stefan schon eine richtig coole Idee. Wir sind jetzt gerade zu Hause losgefahren. Ich weiß nicht, ob du deine Kinder sonst zuerst absetzen möchtest. Das kann ich machen. Okay, dann treffen wir uns danach bei Onyx auf dem Parkplatz. Perfekt. Für die Kinder sollte das Ganze eine Überraschung sein. Wir haben ihnen einfach erzählt, dass wir nach Nikosia müssen zur Botschaft, um Unterschriften für die Reisepässe zu erledigen. Aber eigentlich sind wir nach Larnaca gefahren, denn von dort ging unser Flug. Nur wie erzählten wir das unseren Kindern? Wenn eine Sache zweimal kommt, dann wird's gemacht. Aber es muss auch realisierbar sein. Ja. Also, ja, also, es muss realisierbar sein. Um die Welt in 20 Tagen. Okay. Komm, Digga, mach jetzt. Sehe ich mal ein paar Befühle? 3, 2, 1. Ja, Wasserpark. Weißt du, Abu Dhabi, Abu Dhabi, ihr habt doch irgendwas geplant. Nee. Was macht ihr? Ihr habt doch irgendwas vor. Nein. Komm, Digga, was habt ihr? Wasserpark? Die haben eh Kürze. Wir fliegen heute nach Abu Dhabi, ich schwör's dir. I know I'll be okay, 'cause I found my way.